Wir sind fast da. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Militärvorbereitungsschule. Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los! Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Und haben alles geteilt. Das Zeug ist okay. Machst du mehr? Warum? Unwohl, ich will was. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Ficker gerettet. Ich denke dir nur nach. Ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Das schmeckt wirklich gut. Welchen Mann? Klar schmeckt das gut. Scheiße! Bleib unten!
verdammt! Mist. Ist okay. Sie sehen uns nicht. In Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam.
Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Dann sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist der Ehre. Halt, halt! Seid alle mal leise. Weg von den Fenstern! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Wo sind die anderen? Sie wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich gehe hier lang. Schau dich da drüben um. Heilige Scheiße! Du bist tot, Arschloch!
Das war's. Nicht schlecht, Alter. Na los. Hier auf den Truck. Mieses Schwein. Oh, verdammt! Oh, Mann! Ach du Scheiße! Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Ich brauch den nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier durch. So, wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14. Beinahe. Okay. Wirklich? Wir sind da. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Oh, halt, halt, halt. Ich hab noch eine. Wow. Alles gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Nein, der war da nie. Ich
Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen.